Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Fotokritik mit Chris Kauder. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hi. Chris ist weltberühmter Autor von diversen Büchern, heimische Tiere. Die meisten von euch, noch nicht alle von euch haben das, da ist noch Bestellbedarf. Also, Thema ist Fotokritik. Wir haben aufgerufen auf Instagram, schickt uns Fotos ein und wir besprechen ein paar davon. Der Auswahl natürlich nur, vielen Dank für alle Einsendungen. Chris, wollen wir gleich einsteigen? Legen wir direkt los, ja. Mit einem wunderschönen Eichhörnchen. Eichhörnchen im Herbst, ne? Genau. Also mich wundert es, dass das Herbstlaub schon so schön ist, weil bei das uns ist es vielleicht vom letzten Jahr die Aufnahme, ne? Ja, aber eine super schöne Aufnahme. Herbertshausen. Mhm. Wo ist denn das, weiß ich nicht, wo ich auch gerade. Stefan Demmeleier. Gucken wir nach dem Video mal. Ja. So, jedenfalls Eichhörnchen, was sagst du dazu? Ich finde es echt schön, weil das Herbstlaub, das gibt natürlich dem Bild so eine gewisse Wärme und eine gewisse Harmonie. Das harmoniert super mit dem Eichhörnchen. Mhm. Es blickt schön in die Kamera, leicht frech. Von daher, ich finde so ich sehr wie in der Kneipe, so ein bisschen eingerichtet. Ja, genau. Nee, doch auch nett mit dem Bouquet im Vordergrund, ja. So ein bisschen eingerahmt dadurch, dass das Laub da vorne ist und das Moos. Ja. Also schön getroffen. Genau, schöne Unschärfe. Man hat die Tiefe im Bild. Der Hintergrund ist echt schön. Sehr schön. Farblich, Komplementärfarben und so. Ne? Ja. Also jetzt grünes Laub würde nicht so schön wirken wie jetzt Herbstfarben. Ne? Ja, das wäre auch dann mit dem Moos wieder, da fehlt halt einfach ein bisschen dann die Farbe und somit, ja. Hat er gut gesehen, der Stefan. Ja, sehr schön. Oh. Was ist das im Hintergrund? Einfach nur Laub? Das schaut das gut irgendwie aus. Ist das dahinter oder davor? Meiner Meinung nach muss es davor sein, ja, aber ich überlege gerade, was das für Blätter sind. Ja. Aber das ist gut, Anna Cornelia Schütter. Ja. Auf jeden Fall gut gesehen, wenn wir hier beide grübeln und hängen bleiben. Ja. Also klein ist ganz groß, die habe ich doch schon ein paar Mal irgendwie. Die macht gute Sachen. Lohnt sich, klein ist ganz groß zu abonnieren, glaube ich. Mhm. Also cooles Bild, was ist für ein Pilz? Du weißt es sofort, ne? Irgendein Helmling. Okay. Aber es ist schön, also das Bouquet ist ein Traum. Es ist super schön, dass wir einfach einen perfekten Abschluss finden. Das ist sehr, sehr abgerundet eben. Mhm. Und dazu dieses spannende Bouquet. Man wechselt so ein bisschen vom Blick auf den hellen Fleck und dann wieder zum Pilz. Ja. Aber das finde ich jetzt gar nicht so störend, weil das Bouquet gar nicht störend. Ein Gegengewicht quasi zum Pilz ist. Von daher super schönes Bild. Ja, also ganz schön, ja. Boah. Schwalben sind schnell, ne? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Schwalben sind schnell. Fossim war in Prero. Ja. War so eine Schwalbe im Flug erwischen. Was hat er für eine Kamera? Steht nicht da. Steht nicht dabei, nee. Aber ich habe es dieses Jahr auch versucht, die Schwalben im Flug zu erwischen. Da muss man viele, viele Aufnahmen machen, dass das mal passt. Ja. Und hier ist der Fokus perfekt getroffen. Eine schöne Pose. Und das muss ja ein starkes Tele sein bei dem unscharfen Hintergrund, oder? Also da ist ja ein winziger Bildausschnitt und dann Genau, also bei mir waren es nur Glückstreffer. Okay. Ich bin da immer noch so ein bisschen ratlos, wie man das macht. Also mega schön. Mhm. Ja, kann man irgendwas verbessern? Für mich persönlich ist das Licht so ein bisschen hart, aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Mhm. Wir brauchen aber auch Licht bei solchen Aufnahmen, weil wir brauchen die Verschlusszeit. Anders geht's nicht. Gut, Genau, also ich finde halt links auf der rechten Gesichtshälfte der Schwalbe, von uns aus links, ist der Schatten ein bisschen zu hart. Das hätte man noch aufhellen können, aber davon abgesehen, wunderschönes Bild. Mhm. Kauenwasser, okay. Weiter geht's mit der Action. Wasser, genau, Action, ja. Man sieht sofort Action, eingefroren, Wasserspritze, also sehr kurze Verschlusszeit, Tausendstel oder sowas. Ja. Ich finde, man hätte hier in Lightroom vielleicht nochmal den Hintergrund markieren können und den ein bisschen aufhellen können. Mhm. Weil der aufhellen? Ich hätte hier nicht abgedunkelt. Warum aufhellen? Aufhellen, damit es ein bisschen lebendiger wirkt. Damit das Gelb ein bisschen mehr zur Geltung kommt und ein bisschen mehr knallt. Okay. Weil so finde ich es so ein bisschen trist, das Bild. Mhm. Und wenn der Hintergrund leuchten würde, wäre das halt einfach nochmal eine freundlichere Stimmung, ein bisschen aufregender, das Bild. Interessant. Muss ich mal deine Bilder durchgucken, ob du das öfter machst, weil ich hätte sofort abgedunkelt, damit der Schwan halt mehr hervorhebt natürlich noch. Deswegen wundere ich mich gerade, weil der helle Schwan und du sagst, der Hintergrund noch heller, damit der Ja, aber ich finde hier, das Cover ist ja quasi das Cover, meinst du? Ähnlich, wenn das Gelb jetzt gräulich wäre oder das Problem hatten wir ja. Ja, genau. Wenn es jetzt dunkelgelb wäre, dann würde es nicht so wirken, das stimmt. Genau. Das stimmt. Das ist ja mehr oder weniger das gleiche in Grün. Wir haben übrigens das, falsche Reihenfolge hier. 1, 2, 3. Ansonsten vielleicht dem Motiv ein bisschen mehr Raum geben. War wahrscheinlich. Ihr wollt es quadratisch haben für Instagram. Ja. Das ist bestimmt eine Queraufnahme. Verstehe ich, Immer das Dilemma. Aber auch coole Action. Coole Action, ja. Kennerfoto. Achso, den kenne ich doch auch.
Das, bald kommt der Schnee, ja. Das ist auch ein schönes Bild. Mhm. Ein sehr schönes Bild. Und es ist geblitzt wahrscheinlich sogar, ne? Meinst du? Oder zumindest eine Lampe. Also es ist ja vorne viel heller als hinten. Ja, ich könnte glaube, aber auch geblitzt. Nachbearbeitung sein. Und das sieht echt aus. also im Sinne von, ja, klar. Weiß ich nicht. Aber lieber Kellerfoto, Blitzlampe oder Lightroom. Ja. Aber ein Weitwinkel in der Tierfotografie, immer wieder mega spannend von der Perspektive her. Und dann greift das Eichhörnchen noch nach dieser Nuss, die höchstwahrscheinlich dort platziert wurde. Mhm. Aber total spannend. Und dann hat der Schnee, der macht das Bild halt aus. Mhm. Alles ist relativ trist und farblos und dann knallt das Eichhörnchen da raus. Finde ich auch wieder sehr schön. Ja, schön gesehen, ja. Also wahrscheinlich auch eine Weile gesessen und angefüttert. Ja. ist ja wahrscheinlich bei ihm im Garten. Mutig jetzt mal, oder im Stadtpark. Ja, schön. Also cool, lohnt sich immer wieder, das Weitwinkel mal einzusetzen. Jetzt ganz, ganz kurz, Perspektive und so weiter. Wenn das jetzt eine Teleaufnahme wäre, gleiche Bildausschnitt, aber Tele, würde ganz anders wirken. Ne? Weil dadurch ist die Nuss hier zu groß und man ist im Bild drin, weil man ist sehr nah dran als Betrachter. Ja. Das merkt man ja. Ja, und es greift halt wirklich so zu uns hin und das macht schon was aus. Sehr schön. Kleines, ganz groß nochmal, das habe ich nicht gemerkt bei der Auswahl, aber es ist einfach so ein tolles Bild. Also, ja, auch wieder spannend. Mhm. So was ist das für ein Bild? Buchenschleimrübling. Hätte ich auch gewusst. Gehe ich mal von aus. Die haben einfach besonders spannende Lamellen. Mhm. Die von unten zu fotografieren ist immer wieder spannend. Und jetzt ist die Zeit dafür. Also genau, das ist wahrscheinlich von unten fotografiert, weil der reckt sich ja nicht zur Seite, sondern nach oben. Genau, ne? Ganz genau. Mhm. Weil es sieht so aus, als wenn das echt wäre und der zur Seite gucken würde, aber in Wirklichkeit ist der quasi. Ja, okay, verstehe. Und der ist ziemlich transparent, deswegen leuchtet der auch so durch. Man kann da natürlich auch nochmal mit Kunstlicht von unten das bisschen aufhellen. Das wäre meine nächste Frage. Meinst du, da ist eine Lampe dahinter? Oder nee, glaube ich gar nicht mal. Weil klar, der ist nach oben, oben ist hell, das reicht das Tageslicht. Also heute nicht, aber... Ja, genau. Dann schön aufgelöster Hintergrund. Aber ich finde, es ist zu wenig verspielt. Mhm. Also bei dem Bild, das finde ich zu steril. Entweder hätte ich da einen krassen Ausschnitt gewählt, nur die Lamellen und der Stiel, sodass man kein Grün mehr sieht oder keinen Baumstamm. Oder eben wie beim anderen Bild halt nochmal verspielter. Ja, so abstrakter Kreis quasi, nur ohne den Stängel. Ja. Dass man gar nicht so recht sofort weiß, was es ist. Also da kann man noch ein bisschen mehr mitspielen mit Pilzen. Und die rennen ja nicht weg. Ja, das ist gut aus Zeit. Man hat ein paar Stunden. Also am nächsten Tag sieht er auch nicht mehr so schön aus. Das ist enorm, wie schnell das geht bei den Pilzen. Ich kann mich da so gar nicht mit aus. Also wenn man einen findet, einen schönen, dann muss man sich auch da hinsetzen und die Zeit haben, um ihn zu fotografieren. Okay. Ich nehme immer vor, ich muss das mal machen. Ja. Vielleicht gehen wir morgen auf Tour. Ja, vielleicht machen wir das morgen. Ein Seeadler mit einem spannenden Lichtverlauf. Mhm. Also so Studioporträt-Style, so ein bisschen. Ja. Ja, das ist schon cool, wenn der Hintergrund im Schatten ist und das Motiv in der Sonne. Und da kann man so schöne Effekte erzeugen. Mhm. Der Trick ist jetzt ein Tele zu nehmen, ne, damit ich den Hintergrund mir wählen kann. Mit Weitwinkel hätte ich und jetzt kann ich sagen, okay, ich drehe mich ein bisschen und dann muss man einfach Geduld haben, bis der Vogel mal wegguckt. Ja. Also Ähnliches hatte ich ja jetzt auch im neuen Buch mit der Weinbergschnecke. Da habe ich ja auch teilweise nur einen Fühler beleuchtet oder noch Teile vom Schneckengehäuse und der Hintergrund ist schwarz. Das ist ja auch wieder dieser Tele-Effekt dann. Ja. Und ähnliches Prinzip. Schönes Bild. Fotomatze. Und es ist auch schön, dass ich finde es immer persönlich schön, wenn die Tiere vom Fotorand nicht abgeschnitten werden. Also hier haben wir wieder einen ganz sanften Übergang in das Dunkle hinein und das rundet das Bild einfach ab. Schöner Bildausschnitt, sehe ich. Überbelichte 7. Schau, toll, was ist das, Grashüpfer? Oder ja, es ist irgendeine Heuschrecke. Da bin ich nicht fit. Das habe ich noch nie gehört. Sonst kann ich meine Chris zeigen, was man will. Aber sag mal, das. Egal, Pflanze. Muss ich leider beichten. Okay. Heuschrecken ist nicht mein Steckenpferd. Okay. Nebenbei Sony A6400, uralte Einsteigerkamera. Ja. Ne? Also man muss nicht immer eine Canon R5 haben. Ja. Kann man haben, hilft auch, aber es geht auch ohne. Wenn man gut ist, geht das auch ohne. Wenn man schlecht ist, braucht man eine R5. So ist das. Aber spannende Perspektive auch von oben drauf. Der Grashalm hat einen schönen Schärfe. Schwierig mit dem Fokus. Also muss ja fast, muss ja manuell sein, ne? Quasi. Oder also? Ja, ich mache das durchaus auch mit dem Nachführer und Autofokus dann, dass der so ein bisschen meine Bewegung ausgleicht. Ah.
Also du machst Autofokus, also ganz normal, ja. Autofokus, Punkt wahrscheinlich dann? Ja. Und dann bewegst du dich noch so ein bisschen? Ja, weil ich atme oder zitter oder sowas, ja. Aber der nachführende Autofokus, der fängt so, dann immer wieder. Du genau. Versuchst still zu halten, aber Continuous Autofokus. Genau. Und dann einfach Punkt. Ja. Weil der ist ja jetzt wirklich auf den Augen. Also ich meine, das ist ja nicht groß nachher, das Ding. Ja. Und mein Tipp wäre dann noch, der zweite Tipp wäre, viele, viele Bilder machen. Also Serienaufnahmen auf ganz. Ich erinnere mich, der Chris war schon mal hier im Video und da hat er erzählt, wie er eine von diesen fliegenden Wespen gemacht hat, wo du sagst, also du sitzt da, wartest, bis die durch, also quasi manuell fokussiert, wartest, bis das Ding da durchfliegt, machst 1000 Bilder, ja. Bzzz, ja. Und dann guckst du halt 1000 Bilder durch, ob einmal der Fokus sitzt. Ja. Und dann wiederholt man das wieder, weil bei den ersten 1000 war doch keins dabei. Ja, es ist nicht so einfach, so in diesen Makrobereichen. Gerade im Makro, ja, wo du so gar keine Schärfentiefe hast. Mhm. Deswegen super schönes Bild, der Fokus passt perfekt. Ja, auch farblich mit dem dunklen Hintergrund und so, also toll ausgearbeitet auch. Ja, sehr schöne Harmonie. Tom, war in Hamburg unterwegs, Stadtfuchs, Rotfuchs. Cool. Mhm. Auch da wieder super schönes Licht, dieses Streiflicht, ganz früh oder ganz spät. Ich glaube, es ist hier ganz spät. Das wirkt einfach. Wenn man da so leicht unterbelichtet, auf einmal hat man diese harten Kontraste, die aber nicht störend sind. Mhm. Und das Umfeld geht so ein bisschen unter, weil es eben dunkler ist als der Fuchs. Mhm. Und das ist in dem Fall halt richtig schön, weil der Fokus geht sofort auf den Fuchs. Und ja, das ist schön. Der leuchtet ja richtig. Der leuchtet einen an, ja, genau. Und der muss mich auch gar nicht angucken. Ist völlig okay, dass er zur Seite guckt. Ja, absolut. Mhm. Und er schaut halt auch ins Bild rein, von daher... Genau, weggucken wäre jetzt doof, ne, wenn er jetzt nach hinten gucken würde, aber so ist völlig gut, ja. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht hätte man rechts und unten noch ein bisschen was wegnehmen können, sodass er eben noch mehr in die rechte Ecke rückt. Mhm. Aber das sind halt Kleinigkeiten und Spielereien letztendlich auch. Ja. So, was hat er im Mund? Du hast gerade so eben schon gesagt, Hecht. Ein kleiner Hecht ist da im Schnabel. Wieso siehst du sowas? Und es ist ein junger. Ist es ein junger Eisvogel? Woran siehst du denn das? Also die Schnabelspitze schaut sehr weiß aus. Das wäre das Indiz für einen jungen Eisvogel, aber dann wären die Füßchen auch braun überhaucht und das sind sie hier nicht. Okay. Also ich glaube eher, dass die Schnabelspitze da so ein bisschen durchscheint. Das ist ein adulter Eisvogel. Aber das ist natürlich auch wieder total spannend. Der Hecht schaut außerdem weg von seinem Kopf. Dementsprechend bringt er ihn zum Füttern, zur Brutröhre. Also das Bild ist irgendwann Frühjahr, Sommer entstanden. Der Fisch ist nicht für ihn selbst gedacht. Aber der Eisvogel ist so präzise, dass er den von vorne oder von hinten fängt, je nachdem, ob er ihn selbst essen will oder nicht. Nee, also er fängt ihn erstmal und dreht ihn dann vor Ort, weil er haut ihn dann. Also der ist ja groß, das heißt, er nimmt dann irgendwie eine Folie, wie dreht er sich den? Ja, das schafft er. Der ist ein Akrobat. Okay, aber hochwerfen und... ja, schon. Echt? Ja. Also er kriegt das schon hin. Ja, glaube ich dir. Das ist total spannend, also... Ja, cooles Motiv und wenn man dann halt nochmal so ein bisschen mehr Hintergrundinfos hat, umso spannender. Der Hintergrund ist schön aufgelöst. Ja. Auch wieder mit dem Bogen, so quasi der Ast, der so einen Bogen bildet. Vielleicht unten, der Schwanz schaut gerade noch so raus und dann wird es ein bisschen knapp, also da vielleicht minimal mehr Raum geben. Davon abgesehen, super schön, sehr spannend. Ja. So, Gnu nicht, wie heißen die denn? Nee, ich habe den Namen vergessen von der Antilope. Ja, es gibt eine Antilope. Ja, ich wusste es auch mal. Vielleicht kommen wir noch drauf. Ich blende es uns ein. Ja, sehr gut. Aber auch das ist wieder ein super schönes Bild und das verdeutlicht auch nochmal, was man machen kann, obwohl die Sonne noch relativ hart ist. Das Wasser reflektiert natürlich auch ein bisschen, dementsprechend wird die Antilope wieder ausgeleuchtet. Und wir haben diese perfekte Spiegelung. Und normalerweise versuchen wir als Tierfotograf ja immer möglichst bodennah zu kommen, dass wir auf Augenhöhe kommen. Ja. Wenn wir eine Spiegelung wollen, ist das manchmal gar nicht so gut. Dementsprechend ist da unser Standpunkt, wenn wir normal stehen, besser. Von daher perfekte Spiegelung, spannende Farben. Und das Tier hat die Farbe vom Hintergrund oder von der Erde auch noch. Finde ich cool. Ja, sehr, sehr harmonisch. Also schön aufgebaut, eine Gliederung im Bild. Wir könnten es auch nochmal drehen und macht man häufiger bei so Spiegelungen, die ziemlich perfekt sind, dass man da einfach nochmal dieses gewisse Etwas hat, dass man länger dran hängen bleibt. Länger hängen bleibt, Moment, irgendwas stimmt nicht. Ja, okay. Ganz genau. Sehr schön. So, what is it? Gebirgsstelze. Sehr, ja. Hast du gelesen? Ich habe es gelesen. Okay. Hab ich erkannt. Ja. Glaube ich auch noch nicht gesehen. Hätte mal einen gelben Schwanz. Ja. Ja, du bist hier falsch. Du musst mal zu mir ins Mittelgebirge kommen und da siehst du die. Lade mich mal ein, mache ich gerne. Ja.
Mir gefällt es sehr gut. Der Vogel ist schön scharf. Wir haben allerdings das Problem, dass wir jetzt eben nicht auf Augenhöhe waren. Mhm. Wir haben dadurch den Hintergrund nicht perfekt aufgelöst und der Vogel geht so minimal unter. Mhm. Das könnten wir lösen, indem wir einfach deutlich weiter runtergehen. Achso, weil wenn ich tiefer bin, jetzt ist er vor den grauen Felsen, der Vogel ist auch grau. Und wenn ich tiefer gehe, dann habe ich irgendwas anderes im Hintergrund. Nicht, aber vielleicht auch graue Felsen, aber die wären deutlich aufgelöster. Ja. Und dann würde es schon mal ganz anders wirken. Und wenn wir dann noch einen Fels in den Vordergrund bekommen, hätten wir hier so einen Nebeleffekt, so eine graue Unschärfe noch. Genau. Und das würde dem Ganzen noch mal Tiefe geben. Mhm. Aber das ist halt immer leicht gesagt, wenn man hier sitzt vor Ort, ist es schwierig, der Vogel bewegt sich, er fliegt weg und der hält ja nicht still, ja. Genau, manchmal ist es halt eben dieser eine Schnappschuss, der einem bleibt. Ja, das war jetzt, genau, das, vorhin haben wir gesagt, auch mal abstrakt quasi, das ist jetzt sowas Abstraktes, ne? Karin Knötig. Ja. Ein komischer Lichtstörer drin, ich weiß nicht, ob das soll oder nicht soll. Aber sonst ist es verträumt und dann so Pastelltöne. Ja. Also mir gefällt das richtig gut und ich finde gerade das Licht auch sehr passend, weil es gibt dem Ganzen so dieses Magische. Mhm. Und durch diese okay, weil es jetzt nicht steril und so weiter könnte im Studio sein, sondern das ist jetzt eben live ein bisschen störend als positives. Weil wenn du dir das wegdenkst, dann wäre dieser Eyecatcher auf einmal weg. Mhm. Dann würde man im Bild so ein bisschen suchen. Und so hat man einen Bezugspunkt im Bild. Und das mag ich persönlich immer sehr gerne. Okay, sehe ich, ja. Wir haben wunderschöne Farben. Die offene Blende passt da perfekt. Mhm. Also da hätte ich auf gar keinen Fall noch weiter abgeblendet. Hier rechts unten haben wir halt diese Lens-Flares. Die sind ein bisschen zu nah am Rand in meinen Augen. Und die Farbe passt halt nicht zum Rest des Bildes. Das stört ein bisschen, ja. Ja. Das ist Lensflare, meinst du? Ich dachte, das wäre irgendwie ein... Ich glaube schon. Instagram-Effekt. Ich glaube, es ist ein Lensflare. Also entweder wurde ein Licht vorne ans Objektiv gehalten. Ach so, ja. Oder ist es irgendwie was vorgehalten, Kristall oder irgendwas, damit, weil es ja auch so unscharf ist? Ja, ich könnte mir noch vorstellen, dass das Objektiv abgeschraubt war und da eine Lichtquelle reingekommen ist. Ach so. Ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Pilze fotografieren kann. Ja. Mhm. Es ist nicht immer so, man weiß nicht immer, womit man es zu tun hat. Mhm. Aber ein super spannendes Bild, aber gefällt mir sehr gut. Schön gesehen, Karin. Altglasfieber im Pfälzerwald. So, what is it? Ja, vorhin habe ich noch gesagt Heidekraut, aber es sind einfach Grashalme. Ja. Das ist cool. Mhm. So was Simples und so künstlerisch umgesetzt, das ist echt, echt toll. Es lebt so ein bisschen davon, dass es jetzt ein ungewöhnliches Objektiv ist, das eigentlich technisch eben nicht gut ist und dadurch aber interessante Bilder macht. Ne? Ja, ganz genau. Nicht so ein G-Master perfekt und langweilig, sondern ein Charakter. Ganz also genau. Toll, tolle Farben. Also toll, verträumt und so. Ja, also, guck mal sofort, wo sitzt die Fee irgendwie da? Das stimmt. Ich habe da nichts zu verbessern. Ich finde es wunderschön, das Bild. Auch mit den Farben, ne? Also so ganz, ganz dezent. Ja. Also toll nachbearbeitet auch. Ja. Und halt wirklich dieses Simple. Ein paar Tautropfen an einem Grashalm. Wirkt wunderschön. Ja. Klasse. Ich muss schmunzeln. Weil ich mich auch gerade sehr intensiv mit den Dammhirschen beschäftige. Und zufällig war ich auch an diesem Ort, an diesem Morgen. Und das ist einfach ein wunderschönes Bild, was Marco hier aufgenommen hat. Das ist perfekt, also Gegenlicht. Die zwei Hirsche haben da ihre Revierstreitigkeiten am Prumpfplatz und dann noch der Atem, der da austritt. Mhm. Hammer. Mhm. Also habe ich jetzt auch nicht wirklich was zu verbessern. Oder Kann selbst nicht besser, also darfst du nichts sagen. Meine Bilder mal übertragen. Wie wäre es jetzt, weil du es eben gesagt hattest, tiefere Perspektive, weil er ist ja auch so ein ganz bisschen leicht schräg runter, ne? Ja. Aber ging vor Ort wahrscheinlich nicht. Doch, wäre möglich gewesen und der Vordergrund wäre nochmal aufgelöster. Dadurch hätten wir auch noch mehr Flares, weil der eben ja noch Wasser im Gras hing. Das sieht man ja auch so ein bisschen angedeutet. Ja. Dann würde aber immer mehr vom Bein verschwinden. Und ich finde, hier ist dieser Grad der Auflösung vom Huf oder vom Bein und dem Vordergrund ziemlich gut gewählt. Mhm. Also da würde ich es am Ende sogar vermissen, wenn da das Bein auf einmal nur noch zur Hälfte da ist, bis zum Knie. Ich verstehe, klar, logisch, das geht nicht. Das ist immer so ein ganz schmaler Grat. Okay, guter Hinweis, ja klar. Also entweder wirklich komplett auflösen, dass nur noch die Köpfe rausschauen mit dem Geweih oder halt dann ein bisschen spielen. Also Kamera tiefer heißt Gras davor höher, das wird Gras verdeckt und einfach immer mehr von dem Hirsch. Ja, klar. Ganz genau.
Sehr schön. Eine Hyäne, eine Babyhyäne, das ist ein sehr süßes Bild. Und da haben wir jetzt eben genau diesen Effekt, das Gras, also wir waren mit der Kamera niedriger, das Gras ist höher und verdeckt dann auch wieder mehr. Finde ich in dem Fall aber überhaupt nicht störend. Nee, da passt das. Ja. Verdeckt ja letztlich auch nur die Füße. Und also, genau, die für das Bild. Also, sieht richtig süß aus, Hyänen hat man immer so im Kopf, so hässliche Viecher, weil die in den Walt Disney Filmen immer die Bösen sind. Ja. Das stimmt. Das sieht eigentlich ganz süß aus. Könnte auch gut sein, so ein bisschen. Ja. Den willst du aber nicht streichen. Nein. Nee, super schön aufgelöster Hintergrund. Das Licht ist super schön, warm. Das gefällt mir gut, nicht zu hart. Dazu die Interaktion mit dieser zweiten Hyäne, die aber nicht störend ist. Ja. Also das Einzige ist dieser eine Grashalm da, der da auch von der Sonne angestrahlt wird. Da kannst du nichts machen. Nee, hätte ich auch nicht weggemacht. Ja. Also störend tut er jetzt auch nicht. Also ist halt so dieses letzte kleine Fitzelchen. Schön, sehr schönes Bild. Das hat mir so gut gefallen. Vorher. Ja. Finde ich toll. Zu Recht. Also so total simpel, langweilige Ente und so, aber toll. Total cool umgesetzt, ja. Auch wirklich, ob Zufall oder Absicht, wissen wir nicht, aber sehr geschickt mit der Verschlusszeit. Durch die Verschlusszeit ist ja die Federflügelbewegung ist ja unscharf, aber noch erkennbar. Ja. Also cool. Da gibt es diverse Seeadlerbilder, die in Schwarz-Weiß umgesetzt wurden. Das würde ich hier auch gerne mal probieren. Mhm. Also, beziehungsweise Vorbigraf, das nehmen wir auf Schwarz-Weiß, okay, ja. Genau. Und wenn du noch Raum hast, wahrscheinlich ist das nicht der Fall, weil es so schnell ging, die Federspitzen links oben, wenn die nicht abgeschnitten wären und dafür der Spiegel rechts unten so ein bisschen reingerückt wird, dass der Kopf ein bisschen weiter rechts sitzt. Und das in Schwarz-Weiß mit diesen Wassertropfen, ich glaube, das könnte sehr, sehr gut wirken. Wenn du jetzt versuchen würdest, das Foto zu machen, welche Verschlusszeit würdest du versuchen? Weil der Kopf ist scharf, die Flügel nicht. Es muss ja schon eine kurze Verschlusszeit sein, aber nicht super kurz. Ja, so ein 60stel. So lange? Ja. Also, ich hätte gedacht, noch kürzer, weil also weiß ich nicht, aber ist wahrscheinlich gerade am Starten, deswegen ist der Kopf noch gar nicht schnell. Ja, also wenn sie sich schütteln, das geht ja ein bisschen länger. Die fliegt gar nicht los, die schüttelt sich nur. Genau, die flattert einmal mit dem Flügel. Okay, da ist der Kopf relativ ruhig. Okay, genau, deswegen so 50stel, 60stel würde ich das schon versuchen, vielleicht sogar ein 100stel. Ja, das also würde wahrscheinlich auch noch jetzt auch. Also, also in dem Bereich jedenfalls. Ja, genau. Okay. Aber das ist super cool. Mhm. Und wieder sowas Häufiges, das ist echt schön. Ja. Nochmal ein nice Vogel. Toller Hintergrund. Ne? Ja. Also gerade die Farbkomposition jetzt mit dem Rosa, muss ich ja schon fast sagen, mit dem Blau. Richtig frostig. Ja, sieht kalt aus. Ne? Sehr, ja. Marian, war dir kalt? Wissen wir gar nicht, ob es kalt ist, sehen wir das, aber es sieht kalt aus. Im Sauerland ist es immer kalt. Ne, super schönes Bild von den Farben, auch wieder ein Traum. Der Eisvogel schaut halt so ein bisschen weg. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und links unten ist der Stamm auf einmal so ein bisschen weich gezeichnet. Da ist irgendwie was mit der Bearbeitung vielleicht too much gewesen. Ansonsten super schöne Farben, schöner Bildaufbau und tolles Motiv. Mhm. Also da immer dankbar, die sind einfach immer dankbar. Ja, sehr schön. Und das war's auch. Ich glaube, das war's schon. Ja. Okay, da waren ja noch ein paar Bilder. Ja. Ich hoffe, das war so ein bisschen hilfreich als Anregung. Wie immer, Kritik immer sehr konstruktiv gemeint, in keinem Fall in irgendeiner Weise negativ. Ganz genau. Ja, also gute Arbeit. Es gab natürlich sehr viel mehr Einsendungen. Wie immer, wir könnten ein bisschen eine Auswahl machen. Das Video ist schon wieder 25 Minuten. Von so her haben wir, glaube ich, hoffentlich so ein bisschen buntes Programm gemacht. Ich muss mich entschuldigen, Patzer von mir, meiner Seite technisch. Ich habe Autofokus an. Es klappt jetzt die ganze Zeit auf mir, nicht auf dir. Müsste natürlich auf die, richtiger wäre natürlich gewesen, ich hätte Autofokusfeld auf Chris gelegt, ne? Weil er ist ja Gast heute. Das ist okay. Wir sind doch in der Wir sehen uns ja gleich groß. Aber es ist, glaube ich, jetzt so inhaltlich gut gewesen, dass ich sie nochmal machen möchte. Deswegen, weil der Wiesn immer wieder gepatzt hat. Der patzt immer, wenn Gäste da sind. Ich mache noch Werbung in Chris eigener Sache, ne? Nicht vergessen, Chris lebt davon so ein bisschen, dass er seine Bücher an euch los wird, also gerne 1, 2, 3 kaufen. Wunderbare Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, kann man jedes Jahr eins verschenken. Also schon mal auf Vorrat kaufen, bevor sie weg sind. Es sind auch viele Fototipps dabei, also vieles, was wir jetzt hier gesagt haben, wird da auch wieder aufgegriffen und natürlich noch viel mehr. Ja. So, genug der Werbung. Also, viel Spaß mit deiner Tierfotografie. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Chris auf Instagram folgen. Und der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal übrigens. Das wäre super. Danke. Ciao. Ciao. Ja, was ist das? Ja, das passt.